So, ja, wir hatten jetzt ja schon ausführlich darüber gesprochen, über den Ansatz, Gelder zu generieren, über Gesundheitsreform, Ernährungssystemreform, andere Reformen, Gelder zu generieren, die wir dann rüber eventuell ins Klima schieben können. Denn wenn wir freie Gelder haben, natürlich auch wenn wir die Pharmaindustrie der helfen müssen, so eine Transformation mitzuschaffen, für die ist es ja Neuland, jetzt ein Gesundheitsförderungskonzern zu werden. Aber auch wenn wir das finanziell machen, bleiben wahrscheinlich pro Jahr von den von dem Arzt Christian Zimmermann anvisierten 70 Milliarden Einsparungen pro Jahr durch solche Reformen, bleiben bestimmt noch 50 Milliarden übrig, mit denen wir im Klima zum Beispiel 5 Kohlekraftwerke stilllegen könnten und die erneuerbaren Energien zusagen. Sie haben ja jetzt ein bisschen was gehört gehabt über diesen Ansatz. Erstmal so Ihr erster Eindruck über diesen dritten Weg heranzugehen an die Gesellschaft. Ich finde den Ansatz sehr spannend, auf der Grundlage von einer Grundthese zu sagen, ein Gesundheitssystem sollte dazu da sein, für Gesundheit zu sorgen und sich nicht um Kranke zu sorgen, eine komplette Veränderung in auch einem gesellschaftlichen System herzustellen. Wenn ich recht orientiert bin, gab es das in China ja früher, ne? Da wurden die Ärzte, glaube ich, bezahlt, wenn ihre Patienten gesund waren und nicht, wenn sie krank wurden. Das war eher der Malus, ne? Dieses Modell ist das Ausgangsmodell der gesamten Forschung der letzten 51 Jahre zu dem Thema gewesen, dass man sich gefragt hat, wie kann man das für eine deutsche, noch kapitalistische Gesellschaft, wie kann man an solch ein menschliches System, Belohnung für Gesundheitserhaltung und Förderung, wie kann man das auf alle gesellschaftlichen Bereiche anwenden? Da haben Sie genau die richtige Grundidee. Das war die Ausgangsbasis dieser Forschung. Also, das Rad muss man nicht immer neu erfinden. Manchmal lohnt es sich, über einen Gartenzaun zu gucken und zu gucken, was andere in der Vergangenheit gemacht haben. Ich glaube, in China ist das auch verloren gegangen. Die sind ja nun auch sehr turbokapitalistisch inzwischen unterwegs. Der zweite Aspekt, der dazugehört, den finde ich auch sehr faszinierend, nämlich zu sagen, wir empowern die Leute, wir machen die Leute so stark, dass sie lernen, dass sie sich Glück nicht von außen kaufen können. Das ist ja faktisch nicht richtig. Also wenn ich glaube, dieses Hemd macht mich glücklich, wenn ich es kaufe, macht es mich 2 Wochen später unglücklich, wenn ich die Tomatensauce drauf kleckere und den Flecken nicht mehr rauskriege. Das heißt, die Quelle des Glücks findet nicht draußen statt, die findet in mir statt. Und es gibt Gesellschaften, die das sehr gut können, die sehr gut mit dem sich selbst glücklich machen umgehen können, wo wir auch wieder Techniken zurückerlernen können, die es hier sicherlich auch mal gegeben hat, damit die Leute merken, ich muss nicht konsumieren, um glücklich zu werden. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe Freunde, die im Ausland waren, allerdings natürlich auch wieder eine Reise, die mir dann gesagt haben, dass in Äthiopien zum Beispiel Menschen, die unheimlich wenig materiell hatten, aber doch so viel glücklicher wirkten als wir, weil sie eben nicht in dieser Konsumsucht, also weil der Einfluss der Wirtschaft noch nicht so groß war, dass er ihr Sozialleben so zutiefst zerstört hat, sodass sie dann sozusagen die Konsumgüter brauchten als Ersatzbefriedigung für nicht gelebtes Leben. Und er meinte, also je weniger stark unser Wirtschaftssystem in der Welt ist, desto glücklicher sind die Menschen noch. Also ich bin 1,5 Jahre durch Asien gereist, ich kann das nur bestätigen. Immer dann, wenn auf den Armutshütten eine Fernsehantenne erscheint, kann man mit unglücklichen Menschen rechnen. Ja, solange es keine Fernsehantenne gibt, ich habe das in Sri Lanka erlebt, wirklich eine ganz arme, staubige Hütte am Wegesrand und der Vorhang ging auf und jemand wickelte sich aus dieser Hütte raus und war der Inbegriff von Glück. Also alles, was dieser Mann ausgestrahlt hat, war Stolz, Glück und einfach Sein. Ja? Und da können wir, glaube ich, uns noch ganz viel angucken und abgucken. Ich finde, man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass wenn sie dann die Antenne auf dem Dach haben, sie auch die ganzen tollen Produkte haben wollen, die dann da beworben werden, weil die versprechen ja, dass man noch glücklicher wird. Und ich kann das voll bestätigen. Es gibt einen faszinierenden Bericht von Phoenix aus Hinterchina, wo das Volk der Mosu bis vor kurzer Zeit noch einigermaßen matriarchal gelebt hat. Also sehr viel Liebesleben, sehr viel sogenannte Besuchsehe und sehr eine liebevolle Kultur eigentlich. Und als der Fernseher, die Fernsehantenne zum ersten Mal auf dem Dach erschien, fingen die Kinder plötzlich erstmals an, eifersüchtig zu argumentieren
und Sexualität und Liebe zu reglementieren, zu einzuschränken und eifersüchtig zu fühlen und zu denken, weil unsere Maschine das lehrt. Und das zeigt die Erzeugung der Konsumsucht. Jetzt in Zukunft brauchen die Leute nicht mehr ihren liebevollen Besuch am Abend, sondern in Zukunft wollen sie konsumieren. Ja? Und das ist das Krankmachende des Kapitalismus. Das ist Kapitalismus und es klingt ein bisschen danach, nach einer, der Moraleinflüssen, die wir aus dem Westen dann gerne exportieren. Und das ist Christentum. Ne? Also das Grundverständnis, der Mensch als Sünder ist, der Mensch funktioniert so, wie er ist, nicht. Und da gibt es andere Menschenbilder, die sagen, der Mensch funktioniert hervorragend aus sich heraus. Der ist völlig heil, der ist völlig in Ordnung. Du brauchst eigentlich nichts von außen, was dich entsprechend bewegt. Jetzt mache ich mich gerade sehr unbeliebt. Ja, jetzt haben sie ein heißes Eisen angerührt. Ich kann so sagen, dass die Wissenschaftler mittlerweile aus der Paläoanthropologie, Professor Friedemann Schrenk, der bekannteste Paläoanthropologe Deutschlands, ja, dass die alle Einzeldaten liefern, die uns sehr nachdenklich machen, dass der Mensch nämlich eigentlich ein Lebewesen braucht, sich nicht zu kommentieren. Ein Lebewesen hat an sich, und der Mensch ist ähnlich dem Bonobo konstruiert wahrscheinlich, und hat eine an sich liebevolle genetische Struktur, die zu einem starken kooperativen System, einem Gruppenleben, einem sehr liebevollen Leben führt. Und er braucht sich durch keine Kommentare zu reglementieren, einzuschränken, zu bevormunden. Wenn er seine Natur und seine Gene heute noch leben würde, hätten wir wahrscheinlich immer noch, wie zu Zeiten des späten Homo erectus vor 400.000 Jahren, eine liebevolle Gemeinschaft, die versucht, alle Dinge des Lebens gemeinschaftlich zu lösen, die vielleicht nur 3 Stunden am Tag arbeitet, den Rest mit Tanz und Musik und Liebe verbringt und das Leben genießt und all diesen Primborium gar nicht braucht. Da gibt es ein sehr spannendes Beispiel, nicht aus Hinterchina, sondern quasi aus West-Tibet, aus Ladakh, das ja sehr verborgen lange Zeit bis in die 70er hinein hinter den Himalaya-Bergen gelegen hat, wo dann in den 70ern sich das Land öffnete und die deutschen Entwicklungshelfer nach Ladakh kamen und das Bruttosozialprodukt dieses Landes maßen und feststellten, ups, dieses Land ist bitterarm. Weil das, was dieses Land so reich gemacht hat, war etwas, was nicht das Bruttosozialprodukt messen kann. In Ladakh gibt es 3 Monate Saison, da müssen die Felder vorbereitet, bestellt und geerntet werden. Und das funktioniert nur, wenn alle allen helfen. Das heißt, in diesen 3 Monaten haben alle allen ständig geholfen. Da ist kein Cent Geld geflossen, ja, sondern es ging einfach darum, nachbarschaftlich zu helfen. Weil danach bricht der bittere Winter ein. Und die 9 Monate wurden damit verbracht, miteinander zu feiern, zu tanzen, auch religiös zu feiern. Das ist ein tibetisch-buddhistisches Land. Und miteinander sozial zu interagieren. Nicht messbares Bruttosozialprodukt führte dazu, dass man dieses Land mit Entwicklungshilfe beglückt hat. Das heißt, man hat dann die westlichen Dünger importiert, die westlichen Saatgüter importiert. Das ganze vorher funktionierende System brach zusammen. Die Ladakhis dachten zuerst, okay, da kommt jemand, der uns hier irgendwie den Segen bringt. Inzwischen merken sie, das hat uns ziemlich viel Fluch gebracht und versuchen eigentlich ihr altes Miteinanderleben wieder zurückzuerobern, was nicht mehr geht, weil inzwischen lebt das Land vor allen Dingen von Tourismus und nicht mehr von Ackerbau. So wurde quasi die Struktur durch die kapitalistischen Eroberungen sozusagen zerstört, auch mental. Es ist immer auch eine psychologische Eroberung, mit einem kranken Denken, unnatürlichen Denken. Beispiel ist ja übrigens auch, ein Stichwort ist Bhutan mit seinem Bruttonationalglück oder die Gemeinwohlökonomie nach Felber. Das sind ja erste Ansätze, die jetzt also quasi von den Professoren ausgearbeitet wurden. Sie sprechen von der Einführung von Wohlfühlnoten, sodass quasi jeder einzelne Bürger über die Gewinne aller Wirtschaftstreibenden mitentscheidet durch seine Wohlfühlnoten und seine Gesundheitsdaten. Denn nur wer meine Wohlbefinden messbar fördert, der verdient doch Profit und nicht jemand, der mein Wohlbefinden schadet, um mir mehr Güter zu verkaufen. Gebe ich Ihnen 100% recht. Also wenn dieser neue,
ich habe einen Kinofilm gesehen, wo es darum ging, dass wir mit unserem momentanen Wirtschaftssystem ökologisch am Ende sind. Die Welt fährt gerade mit einem großen Tempo vor die Wand. Wenn wir Deutschen drei Erden verbrauchen, ne, muss man sich nicht fragen, wem wir denn die Ressourcen hier gerade wegleben. Die Amerikaner sind mit 6 Erden und die Kanadier irgendwie, ich glaube, mit 7 Erden noch weiter vorne. Also kein Wunder, dass Leute an unsere Tür klopfen, die sagen, wir haben keine Ressourcen mehr, die habt ihr uns weggegessen, jetzt würden wir gerne bei euch einziehen, weil die müssen ja hier sein. Also das System fährt vor die Wand und das Ergebnis dieses Films war ein bisschen frustrierend, weil das war aus Davos eine Bankerin, die sagte, wir wissen, das System ist am Ende, aber es gibt keine neuen Konzepte. Und wenn es keine neuen Konzepte gibt, dann wird dieses alte System zusammenbrechen und wir werden durch ein verdammt tiefes Tal gehen, weil dann geht es an ganz archaische Ängste und die Leute werden archaisch agieren. Wir sehen das jetzt mit dem Erstarken der Rechten, finde ich, sehr deutlich, dass da an völlig irrationale Grundängste appelliert wird und es gelingt, in einer größeren Breite diese Ängste zu aktivieren. Und es würde mich sehr freuen, dass das, was Sie als System vorstellen, wenn das eine Alternative wäre und man wirklich präsentieren könnte, es gibt noch einen weiteren, einen dritten Weg, lasst uns den implementieren. Und da muss man halt gucken, wie man das Ganze politikfähig macht, was sehr schwierig ist bei Wahlzyklen von 4 Jahren. Da kann ich nur sehr schwer als Politiker langfristig agieren. Also genau das ist es, was die Dame gesagt hatte in Davos. Das ist das, wir kümmern uns um nichts, wir verschließen die Augen. Wenn die Professoren bei uns anrufen, sagen wir, keine Zeit. Und dann sagen wir, es gebe keinen neuen Ansatz. Das ist das Dilemma unserer Welt. Ich bin ehrenamtlicher Assistent. Seit Greta angefangen hat, circa August letzten Jahres, haben sich auch die Professoren zusammen telefoniert. Ich habe mich angeboten als ehrenamtlicher Assistent. Und wir klopfen an alle Türen, sagen allen, es gibt diesen neuen dritten Ansatz. Und der ist völlig durchdacht. Ganz viele haben über uns berichtet. Der berühmte Franz Alt, kennen Sie den noch? Sonnenpapst, hat über uns geschrieben, ganz groß. Das größte Wirtschaftsmagazin Österreichs hat ein großes Interview mit 2 der Professoren gemacht. Und so alle, aber die großen Medien sagen so, nein, es gibt nach wie vor Kommunismus, Kapitalismus und dritten Weg habe ich noch nie gehört, weil ich noch nie Zeit hatte für irgendwas. Ja? Und deswegen, und realpolitisch ist es jetzt so, dass wir uns vorstellen, jetzt ist leider Greta gerade vom Hambacher Forst nach USA gereist. Sie hätte vom Hambacher Forst hierher kommen müssen und dann hätten wir sagen müssen, wir setzen die Bundesministerin, die anderen Professoren und Frau Merkel und Greta in eine Pressekonferenz und alle Journalisten sind um uns rum. Und dann sagt Greta nur einen Satz. Lasst uns doch mal weltweit in jeder Talkshow diskutieren, ob der dritte Weg nicht nur so gut klingt, wie er klingt, sondern ob er wirklich bis ins Realpolitische am Ende machbar ist und ob er uns die Lösung bringt. Ja, können wir das so abschließen? Würden Sie das auch begrüßen, dass wir das hinkriegen? Denn das ist meine Mission. Denn ohne die Popularität einer Greta hören uns die Journalisten gar nicht zu. Genau, also das ist das Wunderbare, finde ich, an Greta. Auch, dass sie polarisiert. Dadurch wird sie nur stärker. Ja, dadurch wird sie einfach nur noch bekannter. Und die Leute, die gegen sie sind, fangen irgendwann vielleicht auch mal an hinzuhören, was sie zu erzählen hat. Weil sie hat guten Text. Und ich ziehe den Hut vor all den Schülerinnen und Schülern, die jeden Freitag die Schule schwänzen und sagen, es geht um unsere Zukunft. Ihr werdet es nicht mehr ausbaden. Ich werde es hoffentlich, sage ich, nicht mehr ausbaden, was meine Generation angerichtet hat ökologisch. Aber die jungen Leute werden es ausbaden müssen. Und ich finde es toll, dass die ihre Zukunft in die Hand nehmen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, es ist nicht nur ein Thema für die Talkshows. Die Talkshows wollen skandalisieren, deren Thema ist Skandalisierung, deren Thema ist nicht tiefe Diskussion, also es gibt nicht das Format, wo sie ihre Zeit bekommen, ihre Vorschläge wirklich darzustellen. Ich glaube, das Wichtige wäre, eine der großen Parteien, und warum nicht die SPD? Die liegt im Moment auf dem Boden und braucht ein neues Thema. Meinen Sie, was ich denen alle 3 Tage sage, wenn ich mit denen spreche? Zum Beispiel die SPD, damit zu erstarken und zu sagen, adaptiert dieses Thema. Die Grünen haben sich in ihrer Parteigeschichte so ein bisschen verlaufen. Adaptiert dieses Thema und ihr habt ein Thema und ihr habt ein starkes Zukunftsthema. Ich darf Ihnen sagen, dass es sogar eine wissenschaftliche Studie, eine sogenannte simulierte Bundestagswahl gibt, in der das Ganze 56% der Wähler hat. Das wäre also für die SPD regelrecht ein Stehauf-Thema. Aber das ist das Problem. Auch dort wieder so, ja, wir sind so beschäftigt mit unserem Wiederaufstieg, dass wir uns für ein neues Konzept für den Wiederaufstieg nicht interessieren können. Ja,
dann verdient die SPD keine andere Geschichte, als sie jetzt bekommt. Also abschließend, weil Sie los müssen, letzte Frage. Also Sie haben diesen dritten Weg zum ersten Mal kennengelernt. Ein ganz kurzes abschließendes Wort dazu. Ich finde es hervorragend. Ich glaube, dass es die einzige Lösung des jetzigen Dilemmas ist. So wie wir bislang gewirtschaftet haben im Kapitalismus, mag es phasenweise sehr lustig und sehr nett und sehr toll gewesen sein für viele Leute, geht's nicht. Der Sozialismus, Kommunismus hat sich nun auch nicht als ganz praktikabel erwiesen. Es braucht eine neue dritte Möglichkeit. Und wenn es nicht funktionieren sollte, läven J, dann drehen wir halt um und machen weiter wie bisher. Aber wir sollten es doch wenigstens mal ausprobieren. Alles klar, danke.